Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zu Planet Coaster. So, bevor wir jetzt weitermachen, heute bauen wir definitiv die Achterbahn oder fangen zumindest damit an, möchte ich euch aber einmal kurz was zeigen. Ich habe vorhin diese Familie hier gefunden. Sieht aus wie eine normale Familie mit 4 Kindern, was bei der Familie aber echt erstaunlich ist. Ups, wo sind die? Und zwar, erstens, die kam hier an, Alter, so viel Geld würde ich nicht ausgeben, die kam mit 555 Dollar hier an. Haben schon 111 Dollar für Essen ausgegeben, 108 Dollar für Trinken und 258 Dollar in Attraktionen gesteckt. Gekauft haben sie sich den Premium Pass, den haben sie auch noch dabei. Benutzt haben sie gerade mal 4 Fahrgeschäfte, Haus des Gefängniswärters, das ist hinten im Gruselbereich, und 2x Teacups und 2x Haus des Gefängniswärters. Die scheinen ja wirklich begeistert zu sein. Der Park macht solchen Spaß. Gut, bei Boomboot kamen sie nicht rein. Wollen noch mal Haus des Gefängniswärters. Ich bin überrascht, dass es in diesem Park kein Geldautomaten gibt. Das heißt, sie wollten sich noch mehr Geld ziehen. Boomboot sieht gut aus. Das ist sagenhaft. Die sind gerade mal... Gasinformation, wo stand das? Gerade mal 1 Stunde 40 Minuten im Park. Die haben da schon ein halbes Vermögen ausgegeben. Ja, Geldautomaten müssen wir auch noch bauen. So, wir bauen aber gleich die Achterbahn. Da möchte ich gerne damit anfangen. Die Deko machen wir dann später zwischendurch minimal mal. Was hier aber unbedingt hin muss, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier, die kotzen hier immer mit dem Ding. Hier muss ganz schnell eine kleine Erste-Hilfe-Station hin, damit sie sich erholen können. Das geht aber schnell. Das ist ja nur so ein kleines Ding. Und zwar... wo ist die? Wo ist die? Das haben wir schnell. Wir zimmern hier schnell einfach eine kleine Erste-Hilfe-Station hin. Ja. Und dann bauen wir die Achterbahn. So, da reicht so ein ganz kleines Ding. So, da bauen wir dann schnell einfach, wie gehabt, wieder diese, welche hatten wir da jetzt? Genau, diese Kalkputzwände. Kalkputz, so, keine Angst, das wird diesmal nicht so lange dauern. So. Zack, alt. Die Farbe muss ich allerdings schon einstellen. Da hatten wir den da, ne? Ungefähr, ja. Wir stellen jetzt einmal ganz kurz den da ran. Den hinten ran. Machen so kurz ein kleines Strohdach rauf. Ein bisschen Deko rundherum, das war's. Das geht hier jetzt rucki-zucki. Hier muss leider... Ich wüsste nicht, wie wir das hier anders machen sollten. Wieder so ein Bogen vor. Ich kann nicht so ein kleines Stick da hinstellen. Dann sieht man. Gut, ist immer noch nicht hübsch, aber geht. So, Dach... Kalkputz raus. Da mache ich jetzt aber so ein Reddach-Dingsbums drauf. Und zwar hat das ein bisschen Lütt. Warte mal, das hatten wir auch größer. Das war noch kleiner. Ich stelle einfach das Ding darauf. Das müsste doch gehen. Oder? Ja. Ah, es sieht nicht so hübsch aus oben, ne? Warte mal, das hatten wir doch auch noch anders. Das sieht doch genauso aus. Das... Ah, vielleicht kann man das verstecken. Müsste ich gucken. Ob es da was gibt. Aber ja, ich wollte ja eigentlich ursprünglich die Dinger hier nehmen, aber die sind kleiner als gedacht. Der ist wahrscheinlich zu groß. Der ist für so ein Doppelhaus gedacht, oder? Nein, aber zu klein. Nee, wir machen es einfach. Ich habe da schon eine Idee, damit wir hier nicht wieder ewig rumspielen. Ich nehme das Ding. Setze ihn da einfach rauf. Dann gehen wir noch einmal kurz zu Wänden. So, gebe noch einmal Kalkputz ein. Kalkputz... Kalkputz, so. Aber auf Wände möchte ich gerne. Wo haben wir denn jetzt? Ich muss echt immer das P dahinter schreiben, sonst findet er das nicht. Nicht Kaltputz, sondern Kalkputz. So, und zwar die Dinger, die müssen ja doch reinpassen, oder? Jo. Wunderbar. Auf die andere Seite nochmal. Oh, jetzt sieht es doch schon viel, viel besser aus. Komm an die Seite gleich ein paar Fenster. Hinten mache ich eine kleine Tür rein. Die restliche Deko machen wir später. Das ist einfach nur, damit hier so ein kleiner S-Dingsbum steht. Fenster. Ich habe auf Türen gedrückt, aber das macht nichts. Eine kleine Dorftür. Da möchte ich aber gerne einmal kurz die Farbe ändern. Und zwar hätte ich... Die Tür ist das Blaue, ne? Ja. Die gerne in Braun. Ich weiß nicht. Türen sehen in Braun einfach besser aus. Jupp. Das außenrum hätte ich vielleicht... Das ist hier das Orange. In... Na, eine etwas helleren Farbe. Ja, das Gelbe kann man, glaube ich, dran lassen. Ne? Wenn man hier jetzt die Tür ransetzt, so. Zack. Fertig.
Bisschen mittig vielleicht. Ist mittig. Gut. Dann setze ich hier... Oh, nee, ich dachte gerade, die wäre in der Luft, aber ist sie nicht. Einfach ein Fenster hin. Dann nehmen wir die. So. Ja, die sind ein bisschen lit. Die? Ja, die passen. Da gefallen mir bloß nicht die Fensterläden. Alter, war das gerade die Attraktion? Ah, ist vielleicht ein bisschen zu. Soll ich, ja, so ist gut. Soll ich auch ein bisschen abstechen? Das kann man da ransetzen. Na, vielleicht ein Dickchen runter, mache ich gleich noch. So. Ungefähr so. Fertig. Einmal weg. Das setze ich auch ein Tickchen runter. So. Die restliche Deko machen wir denn später. Wir wollen mit der Achterbahn anfangen. Wunderbar. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wenn nur so ein bisschen Blumen, ein bisschen Deko und so rummacht, fällt es gar nicht so auf. Ist halt nur eine kleine erste Hilfestation. Ich hätte das Dach auch gerne flacher gehabt. Ich wollte eigentlich eine kleine Hütte, aber... Vielleicht baue ich das später nochmal oben. Das lassen wir jetzt erstmal so. Fertig. Geht einfach nur darum, dass sie hier für den Notfall eine Erste-Hilfe-Station haben. Da will ich jetzt noch einmal kurz einstellen. Erste-Hilfe gibt es natürlich nicht umsonst bei mir. Dann nehmen wir 1,50 Euro. So. Wirkt sich das hier eigentlich aus? Ah, 51% tatsächlich wirkt sich sogar ein bisschen auf die Warteschlange. Ist hier ja noch nicht fertig, da kommt später noch mehr Deko. Aber wir können ja nicht alles auf einmal... Wenn man sowieso mal so betrachtet, guck mal, wir haben hier noch eine riesen Baufläche. Wir haben gerade mal den Anfang gebaut bis jetzt, also wir können doch so viel machen und hier ist noch nicht mal alles fertig. Da müssen wir auch demnächst mal weitermachen. Aber das habt ihr euch ja gewünscht, ich möchte hier gerne eine Achterbahn hinhaben. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich die bauen soll. Überlegen, baue ich die Station so lang, wäre wahrscheinlich besser für die Schiene. Aber dann müsste ich sie mit ein bisschen Abstand bauen. Da sind Achterbahnen. Und ob ich das jetzt hinkriege, das ist auch noch so eine Frage. Achterbahn haben wir ja jetzt nicht allzu viel. Looney Tunes, Junior Dragon. Na, wir wollen ja auch eine Achterbahn für Erwachsene, ne? Der American Arrow haben wir ja schon da hinten stehen. Schwingender Minenzug passt hier nicht unbedingt. Junior, dann nehmen wir wohl den, wa? Der Wahnsinn, Looney Tunes. Für jedes Alter, gut. Und da, mal gerne. Da würden wir sagen, lass mich in die Richtung abfahren. Muss aber ein bisschen weg wegen Warteschlange. So ein bisschen gerade. Ich hätte gerne die Station auf der anderen Seite. Ich sehe gerade, die steigen ja da oben ein. Das sollen sie ja gar nicht. Kann man das irgendwie hier verändern? Hier, ne? So ist auf Station mit Eingang rechts und Ausgang links. Ne? Das ist Station mit Eingang rechts und Ausgang links. Ich hätte gerne beides auf dieser Seite. So gerne. Gut, dann setzen wir die da hin. Kriegen wir die noch länger halt? Da ist ja schon Maschine. Ich hätte gern ein bisschen länger. Die ist ein bisschen kurz, die Station. Blockbremse, Drybrakes, Reibungsbremsen, Reiberäder, Loopings, bla bla bla. Station da. Die hatten wir genommen, ne? Genau. Nein, was machst du denn da? So, und das Ganze ein bisschen länger. So. Ich glaube, das reicht auch schon für eine Achterbahnstation. Vielleicht noch einen. Geht gar nicht länger. Okay. Betriebsmittel. Jetzt müssen wir das ganze Ding ja erstmal hochkriegen. Und seid mir nicht böse, wenn das nicht gleich hinhaut. Ich bin halt nicht gerade der Experte. Kettenlift. So. So geht's hoch. Farbe kann man ja später noch anpassen. Das ist ja gar nicht das Problem. Wie steil kann ich das Ding denn hochfahren lassen? Ah. Das ist vielleicht ein bisschen zu steil, ne? Lassen wir die mal langsam anfahren. Kann ich das auch länger ziehen? Ja, kann ich. Na? Er macht das auch länger und nicht kürzer. Der will das nicht länger ziehen, er zieht es immer wieder kürzer. So, länger als 8 Meter kriege ich es nicht. Wenn ich es jetzt so baue. Na, ich bin gerade... Na, oh, doch nicht wegmachen, Junge. Was machst du denn da? So. So. Halt nicht gerade der Experte. Ich glaube, das reicht doch erstmal, sonst wird es schnell zu hoch. Vielleicht noch ein. Jetzt sollte man vielleicht mal gerade gehen oder so. Ups. Auf 0%. Ich glaube, hier muss man echt auf die Prozentzahl und die Meter. Boah, das sind ja schon 77. Alter, das ist, glaube ich, schon viel zu viel, ne? Aber mal ausprobieren. Ich lasse es jetzt erstmal so.
Wir haben das Ganze jetzt auf 0%. So. Und hier würde ich doch dann jetzt schon gerne um die Kurve gehen. Ich glaube, jetzt nehme ich auch mal die Kette raus. Was ist das? Weiß hier leider jetzt aber auch nicht, was was bedeutet. So geht er um die Kurve, ne? Kann ich die verlängern? Kann ich. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Reiberäder? Schieben Züge langsam voran? Weiß nicht, wenn der hier hochfährt, hat der genug Auftrag? Wahrscheinlich nicht, ne? Reibungsbremsen, Timebreaks, das sind die dazu, den Wagen mitten in der Fahrt Geschwindigkeit zu nehmen. Flexibler als Reibungs- oder Magnetbremsen, aber auch teurer. Blockbremse, okay, das ist zu bremsen. Ich glaube, ich werde das mit den Rädern mal versuchen. Wäre hier oben vielleicht besser, so. Und hier müsste er dann ja wieder gerade. Wie kriege ich das jetzt gerade? So, ne? Das gerade? Ist er doch auf 0%, ne? So müsste er gerade sein, ja. Und den denn hier runter? Geht das nicht? Müsste ich wahrscheinlich die ausmachen. Ja, so geht er runter. Und das geht wahrscheinlich zu steil, oder? Das ist immer das Problem. Das letzte, wo ich eine Bahn gebaut hatte, wollten sie da nicht reingehen. Sie jetzt hier runterfahren lassen. So leicht. Das geht doch schon. Ist ungefähr da. So. Alt. Hier soll er gar nicht weiter. Jetzt muss man mal gucken. Loopings. Gibt doch Loopings. Na. Gibt es keine normalen Loopings? Der geht ja schon unterirdisch. Das sieht mir schon aus wie ein normaler Looping, ne? Halber Loop aufwärts. Gibt es keine ganzen Loopings? Geneigter Dreifenloop, bla bla bla. Hier, ne? Vertikaler Loop links. Ah, sieht schon eher nach was aus. Aber dann schon eher rechts oder links. Dann gehen sie dicht an der Station vorbei, ne? Das wäre doch schon was. Das Problem ist, ich weiß auch gar nicht, ob das so funktioniert. Kann man die Bahn testen, während sie noch nicht fertig ist? Müsste ich mal gucken. Mal gucken, ob sie da rumkommen. Ein Dieb wurde geschnappt. Ja, da fährt er gerade los. Ich muss mal ganz kurz die Bahn testen. Da fährt sie hoch, wodurch vier Verbrechen auf. Ja. Kamera, ich glaube, ich habe viel zu wenig Kameras. Ich habe von noch gesehen, da muss ich gleich nochmal gucken. Wir haben schon wieder zerstörte Objekte im Park. Ich weiß nicht, warum die hier so rumrandalieren. Wir haben doch schon so einen schönen Park. Genug Essen und Trinken und alles. Und trotzdem sind die am Rummeckern. Wahrscheinlich, weil die Warteschlangen zu voll sind. Mal gucken, ob der hier jetzt so, also hier oben fährt er? Die Rollen habe ich reingemacht, weil ich nicht weiß, ob der hier sonst schnell genug rumkommt. Geht's hier runter? Geht das? Na, doch, geht. Gerade ebenso, aber es geht. Oh. Naja, sie würden zumindest ein Bad nehmen, ne? Ja. Ich hoffe, das schreckt jetzt keinen ab. So, auf jeden Fall den Looping hätten wir. Dann müsste ich hier quasi wieder etwas anziehen. Müsste quasi wieder ein Tickchen hoch, aber nicht allzu sehr. Weil ich glaube, der kommt da. Ich glaube, mehr als so darf ich gar nicht machen, sonst kommt der da gar nicht mehr hoch. Hier müsste ich um die Kurve gehen, ne? Aber dann wahrscheinlich, ich komme nicht um die Station rüber, oder? Müsste ich ausprobieren. Um die Kurve? Kann man aber auch jetzt nicht irgendwie schräg neigen oder so, ne? Ne. So, da kommt sie gerade. Dann sehen wir auch mal, ob er um die Kurve kommt. Ob da die gleiche Schrägung hochkommt. Ich weiß es nämlich nicht. Ah, doch, hoch kommt er. Okay. Das geht. Er kommt hier um die Kurve. Das Problem ist ja jetzt wirklich, wenn ich hier, würde ich ja jetzt gerne wieder ein Tickchen runter. So leicht zumindest. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier dann nochmal so ein bisschen nach da, so ein kleines. Und ich glaube, ich müsste hier ein Tickchen höher. Weil sonst sind wir zu dicht auf der Station. Ein bisschen gerader. So. Würde hier auch gerne gerade. Ah. Laut der Prozentanzeige ist das gerade. Das sieht aber schief aus. Ich gehe ein bisschen nach da. Einfach den Grund, ich möchte hier gerne an der Bahn vorbei.
So. Na, kommt er hier überhaupt noch lang? Hoppa, gut. Hier möchte ich jetzt ein bisschen nach da. Und hier ehrlich gesagt wieder steil runter, dass er quasi hier in der Kurve hier unten durchfährt. Wenn es denn so funktioniert, ich weiß es nicht. So, der muss gerade. Ich bin nicht der Experte im Achterbahnbau. Und das habe ich aber von Anfang an gesagt, das ist das Problem. Hier denn jetzt steil runter. Ja, ein bisschen zu steil. So ungefähr. Und dann um die Kurve. Wenn es denn geht. Und vor allen Dingen hier wieder ein bisschen höher. Ich glaube, der fährt hier leicht in den Boden rein. Möchte aber auch gerne um die Kurve. Und zwar so. Oh je, wenn das mal gut geht. Wenn hier nochmal einer mitfährt. So. Da quasi hier zwischen wieder hochfährt. Wenn es denn funktioniert. So. Also er kommt zumindest bis hier hin. Er kommt wahrscheinlich auch hier rum. Oh, hier, das geht schon. Also die Übelkeit geht schon ins Übel. Naja, die Übelkeit soll ins Üble gehen, aber das sollte nicht zu übel werden. Dann fährt da nämlich keiner mehr mit. So, hier müsste er dann quasi wieder ein bisschen hochgehen. So. Weiß nicht, ob er hier hochkommt. Ich würde ihn gerne wieder hier durch den Looping durchhaben. Wenn es denn funktioniert. Vor allem müssen wir am Ende ja auch irgendwie wieder da rankommen. So. Ah, mal gucken, ob wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Er müsste die Kurve noch so machen. Jetzt müsste er aber... Oh, das wird jetzt zu steil. Er müsste gerade. Definitiv gerade. Will er nicht? Doch. Warum kommt er noch, ne? Fährt da gerade um den Looping? Ich muss das Ding zwischendurch testen. Tut mir wirklich leid, aber das geht nicht anders. Ich muss ja gucken, ob er hier hochkommt. Ansonsten bringt das ganze Bauen nichts. Und dann später irgendwie Spukgruseldeko rum und so. Bis dahin kommt er noch? Ja, da hört es schon auf. Gut, er hat nicht genug Schwung. Schade, schade. Ich hätte ihn ja liebend gerne... Gut, ich weiß, ich kann dann auch so Auftrieb und Räder und sowas mit reinbauen. Ah, er hat hier nicht genug Schwung. Ich habe gedacht, dass er hier durch genug Schwung kriegt. Okay. Das ist natürlich blöd. Dann muss ich ihn so... Na... Runter. Und dann hier um die Kurve, wenn es geht. Na, es geht nicht. Gut. Stückchen gerade und dann um die Kurve. So komme ich aber nicht mehr durch den Looping, ne? Nein. Schade. Wenn ich ein bisschen höher mache. Ah, so kommt er durch den Looping. Aber wahrscheinlich nicht mehr genug Ausschwung. Vermutlich nicht. Ich muss das Ding einmal neu testen. So, Test starten. Was ist das Problem? Achterbahn bauen? Man kann sie selber bauen? Natürlich. Das ist vielleicht auch nicht die interessanteste Achterbahn, die ich hier baue, aber für meine erste, sie muss ja auch funktionieren. Und die Frage ist natürlich, ob da jemand letztendlich noch mitfährt. Das werden wir gleich sehen. Der fährt hier einmal hoch. Man kann ja auch mehr Züge und alles einstellen. Das ist nicht das Problem. Das ist jetzt nur zum Testen. Er fährt da hoch. Hier rum, ja. Vermutlich kommt er hier nicht mehr weiter. Oder? Mal gucken. Weil ansonsten hätte ich den mich gerne jetzt hier weiter. Ah, gerade so. Hier wieder runter, ehrlich gesagt. Ah, kommt er rum? Nein. Nein! Und wenn ich den... Ich meine, er kommt ja bis hier vorne hin. Wenn ich den jetzt ein Tickchen runterziehe... Müsste doch eigentlich schon gehen, ne? Gleich direkt nach der Kurve runter? So. Hier natürlich wieder gerade. Das müsste eigentlich so gehen. Wir starten gleich nochmal den Test. Aber so müsste es rein theoretisch gehen. Gerade kann ich nicht machen. Der fährt da auf die Schiene, ne? Ja. Hätte hier mich gerne noch. So. Hier hätte ich ja gerne noch ein Looping und sowas drin. Aber bevor ich den jetzt reinbaue, noch einmal Test starten. Rollen.
Na gut, die passt hier natürlich nicht hin, das ist klar. Das wird nicht funktionieren. Der kriegt hier nie den Auftrieb. Das wird definitiv nicht funktionieren, auch wenn es schon nice wäre, aber das wird nicht funktionieren. So geht das gar nicht. Und hier so... Da fährt er ja nach außen. Das ist natürlich keine gute Idee. So wird er nach innen fahren. Wir könnten ihn hier wieder... Das wird aber eigentlich hier mit vorbeikommen. Keine gute Idee. So nicht. So auch nicht. So wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber jetzt erstmal gucken, ob er überhaupt hier rumkommt. Ich gucke hier gerade durch, was es hier so für Möglichkeiten gibt. Kommt er denn wenigstens jetzt bis hierhin? Ja, bis hierhin kommt er. Und das wird nicht funktionieren, weil der hat ja gar nicht genug Auftrieb, um da hochzukommen. Auch wenn es schon nice aussieht, aber niemals kommt der hier rum. Hier wird er runterfahren, das wird wahrscheinlich sogar gehen. Dann könnte er hier weiterfahren, hier rum. Aber ich will den nicht unbedingt in die Erde haben. Wir können später gerne eine Achterbahn bauen, die auch unterirdisch geht. Ah, das ist wieder viel zu hoch. Dafür braucht er mehr Schwung. Ja. Aber es gibt hier schon eine Menge, ne? Gibt es da nichts Kleineres? Hier kommt er quasi hier runter. Das Stück hoch müsste er doch eigentlich schaffen, oder? Ich probiere es mal. Und dann direkt hier, nein, alles nicht das Richtige. Brauche irgendwas, was um die Kurve geht. Wow, wird ja aber größer. Das ist ja gut und schön, dass es dieses Geschlängel hier gibt, auch wenn ich in so eine Bahn nie gehen würde. Aber gut, er kommt zumindest bis dahin. Das ist schon mal was. Aber gibt es denn nichts, was um die Kurve geht? So, naja, vielleicht in eine andere Richtung? So geht er aber auch da rein, aber so kommt er auch nie im Leben da hoch. Gut, vielleicht haben wir ja etwas, was nicht so geschlängelt geht. Okay, so kommt er nicht so hoch. Nee, da fehlt halt der Aufschwung, das ist das Problem. Er kriegt zwar ein bisschen Schwung, aber nicht so viel, um hier hochzukommen. Aber so könnte es schon klappen. Ja, so müsste er rumkommen. Und dann müsste ich hier rein theoretisch einfach nur... Aber wenn ich ihn jetzt hier geradeaus weiterfahren lassen, dann da ran, das wird zwar gehen, aber das ist ein bisschen langweilig, oder? Dann hier wieder hoch. Gut, dann geht er ein bisschen, aber da kann man ja so ein bisschen Grusel bei ihm so rumbauen. Ich meine, er müsste doch so ein bisschen Schwung kriegen, ne? Ja. Pff. Ja. Also ein bisschen Schwung müsste er so kriegen, nicht allzu viel, aber ein bisschen. Mal gucken, ob der so weit kommt bis dahin, das glaube ich persönlich nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Weil dann wäre schon nice. Dann könnte man ab hier wieder geradeaus. Also hier wäre gerade. Und dann könnte man hier mit Schwung nämlich nochmal um die Kurve rum. Vielleicht vorher eine Bremse rein, damit sie nicht volle Karacho in die Station krachen. Wäre vielleicht nicht die beste Idee. Hier müsste er dann quasi wieder runter. So. Alter, was für eine Achterbahn. Da wird hier wieder kein Mensch reingehen. Ich kenne mich doch. Bevor ich jetzt weiterbaue, warte ich mal kurz, bis er hier ist. So kommt er ja schon mal rum. Auch wenn das gerade eben so knapp ist. Aber er kommt rum. Gut, dann kriegt er hier nochmal ein kleines bisschen Schwung. Hier bremst er wieder ein bisschen ab. Da kriegt er nochmal Schwung. Da nochmal ein bisschen. Ich glaube nicht, dass der hier hochkommt. Knapp. Ah, er wird hier aber ankommen. Okay. Er wird hier ankommen, auch wenn es knapp ist. Dann müsste er hier definitiv wieder ein bisschen gerade. Quasi auf die 0%-Grenze. Das ist ja das, wo hier die Station ist.
Jetzt müssten wir aber allerdings in diese Richtung. Damit er quasi hier letztendlich wieder reinfährt. Was ist das? Ah, komme ich so überhaupt an die Station? Schlecht, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber wahrscheinlich komme ich so nicht an die Station, oder? Also er müsste hier weiter runter. Na, so wird's gehen. Mal gucken, schafft er denn die ganze Bahn überhaupt durch? Ich meine, das ist vielleicht nicht die schönste Bahn, aber vielleicht schafft er es ja. Mal gucken. Für meine erste Bahn hier im Park. Ich meine, sie ist schon mal größer als die meisten Bahnen im Freizeitpark, die ich kenne. Ich würde auch gerne später noch eine richtig geniale Holzachterbahn bauen und so. Die mag ich auch, aber die müssen wir erst erforschen. Ah, so schnell fährt er nicht in die Station. Geht also. Gut. Was hat die für Testergebnisse? Zeigt er gar nicht an. Warum? Mein Gott, das kann man hier ja alles ein bisschen mit Deko machen. Vielleicht kriegen wir hier sogar ein bisschen Wasser rein oder so. Müssen wir gucken. Werkzeuge. So, ruckelfreie Schräglagen. Wäre vielleicht mal ganz gut. Glätten. Jupp. Höhe glätten, Kurve glätten. Das ist nur dafür da, damit hier nichts hier ist, rumruckelt und so. Farben und so kann man hier anpassen. Das ist gar nicht das Problem. So, das Ganze ist noch auf Testfahrt. Durchschnittliche Zufriedenheit der Gäste sinkt. Ja, kriegen wir gleich hin, Leute. Kriegen wir gleich hin. Ich muss das Ding einmal gut eine Testfahrt machen und ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde mit, um mal zu gucken, wie das ganze Ding aussieht. Ich hoffe ja, dass die Werte nicht zu extrem sind, dass die Leute da reingehen. Natürlich müssen wir das Teil noch dekorieren. Das kann ja nicht so bleiben. Aber dafür, dass es die erste selbstgebaute Bahn ist, werden wir mal sehen. Hier oben mussten halt die Räder, sonst wäre hier wahrscheinlich angehalten. Stellenweise bremst das Ding ganz schön ab, aber das kommt halt auch durch diese Höhen und er nicht genug Schwung kriegt. Zumindest haben sie hier eine schöne Aussicht. Und jetzt geht's runter. Ui! Und der verliert ganz schön Geschwindigkeit im Übrigen. So, hier kommt er zumindest hoch. Hier sackt er nochmal ein bisschen ab. Da nochmal. Wow, wow, wow. Geht aber ganz schön um die Kurven. Dann nochmal durch den Looping durch. Hier rum, da nochmal Kopf über. Alter. Ich glaube, das ist ein bisschen extrem. Zumindest die eine Ruckelpassage da eben. Hier bremst er nochmal ganz schön ab. Ganz langsam, ganz knapp. Und er schafft es aber. Dann geht es hier nochmal rum. Und rein in die Station. Okay. Wie sind die Werte? Test, Test, Test. Man muss doch irgendwo die Testwerte nachgucken können. Ah, Spaß ist bei 3,91. Nervenkitzel bei 2,86. Es ist noch nicht so hoch, würde ich sagen. Das geht noch. Übelkeit ist gering. Also eigentlich müsste sie funktionieren. Gut, wir werden es einfach mal ausprobieren, ob Leute reingehen. Ich meine, Deko hat sie jetzt natürlich null. Dann werde ich jetzt einfach mal... Ich habe den Test beendet und trotzdem zählt er nicht als abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich, weil da noch die Eingänge fehlen. Machen wir gleich. Wo waren denn die Eingänge? Das ist Premium Pass, das kommt später. Finanzen, bla bla bla. Wo ist denn jetzt der Eingang? Da, Eingang platzieren. Würde sagen, hier vorne lassen wir sie einsteigen. Und hier hinten, das müssen wir später wahrscheinlich sowieso verschieben, damit, wenn wir die Deko hier haben. Aber erstmal, um zu gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert oder benutzt wird. Erstmal die normale Warteschlange. Dann nehmen wir den dunklen, das soll zum Gruselbereich gehören. Erstmal nur testweise. Und bitte nicht um die Kurve. Gebogene Wegstützen. Aus. Einmal gerade runter. Nein. So. Danke. Ich mache jetzt erstmal nur eine kurze Warteschlange, um zu gucken, ob das Ding überhaupt benutzt wird. Kann man ja später noch umbauen.
Da bauen wir jetzt nochmal einen normalen Weg ran. So. Zack. Dann gehen wir noch einmal auf Station. Einstellungen. Betriebsmodus Standard. Zuganzahl 1 ist ein bisschen wenig. Mehr als 3 mache ich aber nicht. Ich habe Angst, die krachen hier sonst rein. Mindestwartezeit aus. Preis. Ich muss das Ding sowieso nochmal testen. So. Preis steht auf 10. Werde ich erstmal so lassen. Werde man wahrscheinlich später hochstellen können, wenn das Ding benutzt wird. Und während das Ding testet, probiere ich hier einmal kurz aus, ob wir da Wasser reinkriegen. War zwar so nicht geplant, aber... Ah, gut. Wahrscheinlich werde ich hier wirklich das Ganze noch ein bisschen tiefer machen. Einen kleinen See in die Mitte oder so. Hier vorne ist das Wasser vielleicht nicht so schön. Aber so ein See in die Mitte. So hier so irgendwo, hier unten drunter. Wo das Wasser dann so hochspritzt. Hier quasi. Ist mir noch ein bisschen wenig. So, einmal ein bisschen runter. Gleich ein bisschen tiefer. Und ein bisschen stärker, wenn es geht. So. So. Den kleinen See in der Mitte haben, wo man dann später, wenn die Bahn da durchfährt, das Wasser hochspritzen lässt. Sowas geht ja. Ein bisschen gruselmäßig kriegen wir das Ganze wohl schon hin. Ah, wir haben auch eine Herausforderung abgeschlossen. Ob ich hier das Wasser lasse, weiß ich noch nicht. Hier passt das nicht. Ich würde hier eigentlich liebend gerne erst so eine kleine Schlucht haben. Ich nehme das Wasser hier wieder raus. So. Hier kann man so eine kleine Schlucht hinbauen. Aber eins nach dem anderen. Oh, wir haben sogar mal wieder Plus gemacht, auch wenn es nur 18 Dollar sind. So, ist Test abgeschlossen. Test ist abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da einer reingeht. Die öffnen wir jetzt so. Da bin ich mal gespannt. Was ist das hier? Spaß, Neffenkitzel. Ah, das ist für die Tests, okay. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob hier wirklich Leute reinlaufen. Nicht, dass sie nachher alle sagen, sieht mir zu extrem aus. In der Zwischenzeit dessen habe ich beim Bauen meistens auch Pause, haben wir hier zig Nachrichten. Oh ja, oh ja, oh. Wer hätte es gedacht, die rennen in meine erste Bahn rein, auch wenn es jetzt nicht interessant ist. Aber sie rennen rein. Und zwar in Massen. Was denkt er denn? Ist wirklich preiswert. Hier liegt überall Müll rum. Ja, das kriegen wir alles noch hin. Der Park macht solchen Spaß. Die wird tatsächlich benutzt. Okay, der muss ja definitiv später eine längere Warteschlange hin. Dann ist ja schon mal... Dann hätte ich nicht gedacht. Preis kann man anpassen. Wenn die jetzt schon sagen, ist preiswert, drehe ich mal hoch auf 12. Der muss hier natürlich auch noch Deko rum später. So, hier bin ich ja sowieso überlegen, habe ich ja noch gesagt. Ich werde das hier hinter wahrscheinlich so ein bisschen steil lang machen. Hier wahrscheinlich auch noch so ein bisschen. Hier machen wir eine Art Schlucht drin. Da möchte ich quasi so Wasserspritzer rein haben, die, wenn die Bahn hier runterkommt, das Wasser hochspritzt. Der Zug ist noch leer, ne? Na, oder? Ja. Oh, das ist der erste Zug mit Leuten. Ne, da, der da. Wird tatsächlich benutzt. Wunderbar. Das Ding ist voll. Ein Dieb wurde geschnappt. Und wir müssen unbedingt... Wir werden dann nächstes Mal natürlich auch ein bisschen dekorieren. Wir müssen aber auch um die Kameras kommen. Wir müssen mal nach dem Personal gucken. Wir haben unsere Forschung, glaube ich, fertig. Also wir müssen auch noch uns nächstes Mal wieder um ein paar Kleinigkeiten kümmern. Machen natürlich aber auch hier weiter. Und ich glaube, wir haben auch zu wenig Hausmeister. Irgendwie beschweren sie sich alle über den Müll. Wir haben, glaube ich, schon zig Sachen kaputt. Aber gut. Gehört zum Spiel dazu. Eins nach dem anderen. Nach den Sachen werde ich jetzt noch einmal kurz gucken. Und das ist die Forschung, da können wir auch kurz gucken. Und dann verabschiede ich mich aber auch gleich. Ah, Anubis-Achterbahn, die hätten wir mal vorher haben sollen. Forge, Nervengitzel-Fahrgeschäft, okay. Und hier haben wir noch Hyperspin, Familienfahrgeschäft. Gut, Forschung werde ich jetzt erstmal nicht starten. Wir haben ja ein bisschen was, machen wir es später weiter. Und ich wollte nach der Sicherheitsverwaltung gucken. Tatsächlich, wir haben hier schon mutwillig zerstörte Objekte, 2 Stück. Alle ersetzen. So. Das geht so nicht. Die Geschäfte sind teilweise völlig überlastet. Personal ist überlastet. Ah, unser Restaurant macht... Dick Minus. Monatliche Betriebskosten, 1050. Alter. Geht da überhaupt einer essen? Das Hotel? Ah, das macht auch Minus. Aber es gehen zumindest welche rein ins Hotel. K
Kleine Attraktionen haben wir noch keine. Das sind die Toiletten. Läden. Ah, es sind immer noch die da hinten, die Minus machen. Aber es hat sich schon gebessert. Es ist nicht mehr ganz so extrem. Und die neue Achterbahn, klar, die hat bis jetzt auch keinen Gewinn gemacht. Die haben wir auch gerade erst gebaut. Mich erstaunt es bloß, dessen genubbelt sich das hier jetzt gerade noch mehr als vorher, dass sie benutzt wird. Aber gut, unsere Wasserbahn ist hier auch noch voll besetzt. Genau wie die Achterbahn. Zumindest haben wir dank der Hotels hier ein paar Leute hier hinten. Und dass das Ding nicht mehr so extrem ist, das liegt daran, dass hier... Das Ding wird langsam alt. Und das geht langsam. In einem Monat wird das Fahrgeschäft anfangen zu veraltern. Veraltete Fahrgeschäfte verlieren allmählich Prestige, bis sie schließlich veraltet sind. Und bei veraltet... Veraltete Fahrgeschäfte sind nicht besonders beliebt und haben nur 80% ihres normalen Prestige. Und dann kommen sie irgendwann wieder aufleben. Da kriegen sie allmählich Prestige zurück, bis sie irgendwann zum Klassiker werden und wieder sehr beliebt sind. Das ist aber langer Weg. Zwischenzeitlich werden die Dinger halt nicht mehr viel benutzt. Aber so langsam kommen wir da voran. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Immerhin war es meine erste gebaute. Ich muss die Farben noch ein bisschen anpassen. Die Farben passen nicht gerade zum Grusel. Aber das kann man ja machen. Dann machen wir ein bisschen Deko darum. Ich hätte hier gerne so eine Gruselfelswand lang oder so. Das kriegen wir hin. Mit ein paar Skeletten, Nebel und so weiter und so fort. Da will ich Wasser spritzen lassen. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.